Und damit herzlich willkommen zu meinem Stream zu A Plague Tale Requiem, mein Reingeschaut. Das zweite Video meiner neuen Kategorie. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich sag gleich mal so, es ist ja bald Halloween, also um genau zu sein, morgen. Deswegen wird nach diesem Stream ein anderes Spiel gespielt als Vorfreude auf Halloween, nämlich das 2008 erschienene Dead Space. Auch für mich eine kleine Vorbereitung auf das Remake, was im Januar rauskommt. Auf was ich mich schon sehr freue. Und das wird dann auch noch gestreamt. Deswegen geht der Stream jetzt wahrscheinlich ziemlich lange. Aber vorher schaue ich mir mit euch A Plague Tale Requiem an. Auf der Xbox Series X. Ist kostenlos im Game Pass. Ich wollte es mir mal angucken. Also legen wir los mit A Plague Tale Requiem für die Xbox Series X. Let's go! Ja, ja, zustimmen. Let's go. Ja, von mir aus. Nicht groß schnacken, lass knacken. Let's go. Wir machen ein neues Spiel. Schwierigkeitsgrad normal. Zu A Plague Tale kann ich sagen, ich kenne den ersten Teil. Ich habe ihn aber nicht durchgespielt. Kann sein, dass das Spiel ein bisschen zu laut ist. Weiß ich nicht. Also ich habe ihn selbst nicht nur zur Hälfte gespielt, aber ich kenne das ganze Spiel durch Gamomat, also alles falsch in, ihr wisst Bescheid. Und ja, ich kenne die Geschichte. Und man sollte vom ersten Teil die Geschichte kennen, um Teil 2 spielen zu können. Aber ja, wenn nicht, dann ist es glaube ich auch nicht so schlimm, weil ich glaube, das wird auch nochmal erklärt, was im ersten Teil passiert ist. Aber das sehen wir ja jetzt gleich. Audiosprache lassen wir Deutsch, Untertitel machen wir mal ein. Und... oh, let's go. Kommen wir zum Intro von A Plague Tale Requiem. Unter einer neuen Sonne. Königreich Frankreich. 1349, Juni. War schon eine Weile her. Alter, bist du leiser? Er ist zu schnell! Wir schaffen das! Oh nein, der Turm! Weil es zu leise ist oder ich zu laut, könnt ihr mal Bescheid sagen. Blöde Störcher! Natürlich kommt es auch wieder später auf YouTube, ne? Ihr seid zu schnell für mich. Los, fangt uns doch, Zauberer. Hey, entspann dich. Unser Bösewicht kann nicht mehr. Das ist euer Turm. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Ja. Gebt acht, Zauberer! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei! Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ja. Folge König Hugo. Amicia! Scheinbar wird nicht erklärt, was im ersten Teil noch passiert ist. Natürlich ein bisschen schade. Seht euch das an. Eine Burg. Aber naja. Ja! Also gut. Dann mal schnell. Atheren. Hugo, du bist schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. Optisch sieht es schon mal sehr gut aus. Fällt mir. Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich vermute mal, jetzt kommt erstmal so das Tutorial. Dann schnapp ich euch, König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Aha. Los, jetzt! Komm, Amicia, die Amazone. Eins, wir brauchen ein gutes zwei, Versteck. Ich drei, stehe euch bei, mein König. Vier, fünf, schnell, schnell. Sechs, sieben, atmen nicht acht, vergessen, mein König. Neun, gut. Zehn. Behalten wir ihn im Auge. Ja. Ey, ich wollte da hoch. Er kommt.
Na dann such mich mal. Aus euren Zähnen Eintopf mache. Wie köstlich! Das ist eklig. Noch ist hier alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wo soll hin? Da. Seid ihr da? Wo könntet ihr sein? Stelle ich an Lukas heran und halte X gedrückt, um ihn zu erschrecken. Okay. Nicht schlecht. Tja, ich gehe mal weiter lernen. Lukas? Naja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut, bis dann. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König. Meinst du die Ruinen? Oder die da hinten? Ich bin froh, erreiche dass die Burg. Ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Oh, darf ich da hochklettern? Klar. Fall nur nicht runter. Tu ich nie. Ja. Ja, klar. König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. Sie haben sich auf jeden Fall im Vergleich zum Anfang vom ersten Teil ziemlich angefreundet. Obwohl es Geschwister waren, war im ersten Teil so nicht so. Schön. Und? Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Der erste Teil kam auch, glaube ich, 2019. Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe. Sie greifen uns an. Oh nein. Und was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Zu Befehl. Meine Schleuder ist euer. Stell dich unter den Baumstamm. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Versenkt. Ah, okay. Ja, mach weiter. Da sind noch mehr Schiffe. Wir werden hier keine böse Magie dulden. Nur gute Magie. Jetzt mittlerweile auch besser geübt als im ersten Teil. König. Sollen sie kommen? Ich zermalme sie. Wir haben viele Feinde. Und sie bisher alle verjagt. Denn wir sind das Haus der Ruhm. Hallo? Oh, hallo? Hallo. Ich kam vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ja, aber wer bist du? Tono, ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tono? Klar kann ich das. Toll, ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Wieso? Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen! Irgendwie traue ich dem nicht. Du schießt. Du bist gut. Aber da kommen noch mehr. Und ich versenke sie. Unsere Verteidiger sind zu stark für sie. Soldat Tono, feuer weiter die Kanone ab. Ja! Wir treten ihn in den Arsch! In den bösen Arsch! Hey, ganz ruhig! Ihr beginnt wie kleine Teufel zu sprechen! Wir sind im Krieg! Feinde manieren! So, verpasst ihr den Gnadenstoß, Tona! Hey! Hier kommt die Kanonenkugel! Oh nein, Hugo, geh in Deckung! Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest?
In der Arbeit. Auf dem Hof meines Boden. Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tenor. Hi, One Chance Maximum. Er war sehr nett. Kommt, mein König. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Tenor war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird an... wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Ha! Du wagst es? Irgendwann schaffe ich das. So, seid ihr jetzt fertig? Ich kann ja mal ein bisschen erklären, was im ersten Teil passiert ist, weil ja anscheinend nicht erklärt wird, was hier im ersten Teil passiert ist. Also 2019, glaube ich, kam der erste Teil, A Plague Tale. Und es ging halt darum, dass ihre Familie, also der Bruder von ihr, hat eine Krankheit. Man wusste aber nicht genau, was es ist. Er hat halt, wenn er alleine ist, kriegt er Angstzustände. Und die Familie wurde aber angegriffen von so einem Ritter, glaube ich, geschickt von so einem Bischof oder was das war. Der den Jungen halt haben wollte, weil der halt durch diese Krankheit die Ratten kontrollieren konnte. Ja, Ratten ist ein großes Thema in dem Spiel. Und er kann halt mit seiner Krankheit, die er ja angeblich hat, was aber eigentlich eine Fähigkeit ist, die Ratten kontrollieren. Und da muss man mit dem Bruder halt gegen den kämpfen und so. Und war halt eher so auf Schleichen ausgelegt. Der zweite Teil jetzt... Um was es genau geht, weiß ich noch nicht, aber er ist auf jeden Fall größer als der erste Teil und auch brutaler als der erste Teil. Deswegen bin ich gespannt und ich dachte natürlich, jetzt wo es eh ein Game Pass ist und kostenlos ist, warum nicht mal ausprobieren, ne? Und wie gesagt, nach dem Reingeschaut zu A Plague Tale werde ich dann Dead Space von 2008 spielen. Und da hatte ich eine kleine Vorbereitung für Halloween morgen, weil morgen werde ich auch einen Halloween-Stream machen. Was ich da noch genau spiele, weiß ich. Ich habe da das Spiel Scorn im Auge, was so ein ekliges Horrorspiel sein soll. Und ja, aber erstmal A Plague Tale. Also weiter geht's. So, wollen sie lang? Komm, hier wollen sie hoch. Ja. Ich hätte erst gedacht, mir für die PlayStation zu holen, aber da es ja im Game Pass ist und die Series X eh langsam ein bisschen einstaubt, das Schloss ist riesig. Können wir das ja auch mal wieder benutzen. Du? Greifen wir es an? Na klar, ich bin bereit. Jetzt, Angriff! Angriff! Läuft auf jeden Fall schön flüssig auf der Series X. So, man kann ja mal rennen, gell? Zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Bin mal gespannt, was diesmal hier abgeht. Gibt's hier was? Schleichen wir rein. Ja, guter Plan. Okay. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Nö, ja. Ich hab beide Konsolen. Ich hab die PlayStation 5 und die Xbox Series X und eine Switch. Ich bin hier. Keine Angst. Hab ich nicht. Die Xbox Series X habe ich mir auch nur geholt wegen Starfield, was dann irgendwann mal kommt. Oh, wenn das dann irgendwann mal kommt. Das ist ja Xbox exklusiv. Wirklich? Deswegen brauchte ich eine Xbox. Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Ja, das reicht erstmal für heute. Ja, Amicia, hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke. Das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Oh, irgendwann ist gut, richtig. Riechst du das? Das riecht wie ein Feuer. Ja. Gut, ich muss ja gucken, ob ich das Spiel schon runtergeladen habe. Ja, das ist fertig. Das ist dann das nächste. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwelche Sachen finden kann. Ich vermute, gab es im ersten Teil was? Ja, da könnte man auch was finden, stimmt. Wird hier bestimmt auch der Fall sein, aber... Naja, ist jetzt nicht so wichtig. Schauen wir uns mal hier weiter um. Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe. Das sind Bienenstöcke. Aber warum
Sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg, leise. Was ist denn hier passiert? Es war vielleicht ein Unfall. Glaube ich nicht. Die Leute? Hier lang. Amicia. Hey! Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Kommt, Mann. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe! Ich schneide euch in Stücke! Lauf! Geht mit dir nicht richtig. Wir müssen raus! Die Tür! Oh, nein, geht nicht. Nein. Da, das sind Kinder, ey. Nicht durch. Schnell! Runter, schnell! Ich komm nicht wieder! Ich schwör's! Schnapp ihn! Halt! Überlass ihn mir! Ich flehe euch an! Nein! Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast? Nein! Mein Gott, Matthias! So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen. Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. Was sind das für Typen, Alter? Wohin muss ich denn? Sauerei. Kann ich mir eigentlich mein Ziel anzeigen lassen? Nein. Fleisch und Honig. Ihr seid tot. Kann ich mich eigentlich wehren? Nee. Das Geräusch deiner Schleuder macht Gegner auf dich aufmerksam. Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, kannst du RB gedrückt halten und Geschosse anderweitig verwenden. Ja, nee, kann ich nicht. Jetzt drüber, los! Die werden uns töten. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Matthias, komm! Wir haben Opa übel erwischt! Scheiße, nein! Amicia, nein, das Haus! Nein, Großvater! Sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Ja. Hier verstecken pass wir mal uns. Auf ihn auf. Die finden uns. Wir müssen weiter. Was sind das für Typen, ey? Das ist ein Blutbad. Gott. Hey, heul mich nicht rum. Vielleicht sind noch welche von ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal! Ich... Er geht nicht weg. Ich mach schon. Der Werkzeugkasten macht Krach. Die kommen nicht mehr her. Du kannst Geschosse mit der Hand werfen, um leise zu sein. Halt der B gedrückt. Ah, jetzt. Ganz ruhig. Ich wollte doch nur arbeiten. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg. Schnell jetzt. Naja, ob es Kannibalenartige sind, ich glaube nicht, dass die Menschen essen. Ich habe das Gefühl, die wurden angegriffen und töten jetzt einfach alles. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen sie einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wir erfahren es ja vielleicht noch. Kleiner Scheißkerl. Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Tonner! Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber, sofort! Ich prügle die Scheiße aus dir raus. Oh nein, hier lebt Tonor. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Das auch so? Nee. Ja, guck die Töpfe mal rein. Los, hoch da. Ich versuch's. Hier. Immerhin haben sie die hier halt, nicht beschädigt. Warte. Jetzt.
Okay. Dean. Er kommt. Geh wieder zurück. Drück Y, um Gegner abzulenken oder ab. Was zur Hölle? Los geht's. Okay. Hat er gesehen, von wo der Stein kam oder nicht? Welcher Tür? Die suchen auf jeden Fall den Jungen, den wir da am Anfang getroffen haben. Amicia, die Töpfe. Könnte klappen. Du hast einen Topf aufgehoben. Halte RB gedrückt, um ein Auswahlmenü aufzurufen. Wenn ich den hinter ihn werfe. Was so? Ich hab ne Axt. Pass bloß auf. Und schön für dich. Gehen wir mal hier drunter. Gut, Luft ist rein. Okay. Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. Ist der Ton eigentlich von mir und dem Spiel okay so, oder? Nein, abgeschlossen. Gibt's einen anderen Weg? Hier ist ein Loch. Ja, ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wär's anders lieber. Junge können sich durch enge Räume zwingen. Halte LB. Okay. Was war jetzt mit der Kamera los? So, aber sei ganz vorsichtig. Keine Sorge. Gut. Danke für die Info. Bitte nicht entdecken lassen. Na los, Hugo. Ganz schön schwer. Aber du kannst sie jetzt aufmachen. Ja, sehr gut. Wir müssen hier raus. Sie dürfen ihm nicht wehtun. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber definitiv. Vielleicht töten sie ihn auch. Psch, still. Rechts oder links? Immer rechts. Abgeschlossen. Dachte ich mir. Beinchen. Rauf, bitte! Du warst Vaters größter Fehler, aber ich bieg das wieder gerade. Hugo, bleib hinter mir! Wer seid ihr? Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Das ist nicht mehr ganz sauber. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Ich würde den Jungen nicht angreifen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Okay, sie zeigen es nicht. Ja, mit dem Jungen sollte man sich nicht anlegen. Warum, das werden wir später wahrscheinlich auch noch sehen. Wer den ersten Teil kennt, weiß warum. Ja, seine Gabe ist, er kann Ratten kontrollieren. Richtige Rattenschwärme. In dem Fall ist es ein Fluch, ja. Er kann richtige Ratten-Tsunamis entfesseln. Die, wie du dir vorstellen kannst, den Menschen nicht gut bekommt. Warum ist der jetzt am Strand?
tu mir nicht weh. Das ist ein Phönix. Wo sind wir? Nein. Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Ja, alleine darf er eigentlich nicht sein. Warte. Warte auf mich. Kommt er doch gerade, weil mystische Wesen gibt es normalerweise bist nicht. Du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Nein, bleib hier. Das ist mir neu. Nee, so ein Fluch gibt's nicht. Ist ja auch ein Spiel. Aber ich kann euch den ersten Teil echt empfehlen. Der erste Teil ist auch ein gutes Spiel. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, vielleicht hier entlang. Oh, ist echt hübsch, das Spiel. Was? Wo bin ich hier? Amicia? Ich glaube, der träumt. Nee, das ist keine Unreal Engine 5. Noch nicht. Ist auch von sieht man das hier? Nee, ich glaube, das ist ein französisches Entwicklerstudio, die das gemacht haben. Ist kein Studio, weil es sehr viel Geld hat. Also nicht in Geld schwimmt. Aber die haben sich halt mit dem ersten Teil einen guten Namen gemacht. Wieso spricht er jetzt Englisch? Stop. This noise. What do you want? Weil du redest Englisch? Hab ich jetzt Englisch gestellt? Sprache? Warum ist die Audiosprache auf einmal auf Englisch? WTF? Nee, es war auf Englisch gestellt. Ich weiß nicht warum, auf einmal. Sterbe ich jetzt? Ich will nicht sterben. Tust du auch nicht. Ah, wie hieß denn die Krankheit? Ich glaube Makula oder irgendwie so hieß die Fähigkeit. Also die Krankheit, die er hat. Ich glaube Makula. Wie gesagt, ich selber habe den ersten Teil auch nicht durchgespielt. Ich habe nur zur Hälfte damals gespielt und den Rest dann bei Alles Falsch in vom Game-O-Mat gesehen. Es ist das Wasser. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. An, wer wach ist. Gut geschlafen? Oh, ich habe geträumt. Ich hab was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen
habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia, es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten. Ja, aber sie sagen ihm jetzt nicht, was passiert ist, damit er halt sich nicht aufregt. Weil ich glaube nicht, dass das jetzt nicht passiert ist. Ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut. Sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Normalerweise weiß es. Aber sie wussten nicht, anscheinend dass jetzt im Moment nicht. Würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Ygos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Mal erwähnen, dass das Spiel echt hübsch aussieht. Wer ist das? Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo! Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Ist doch passiert. In einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ah. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Nein, wartet! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass sie mich denn wischen! Ist die immer die Kinder angreifen? Also echt. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Nee. Meine Schleuder ist noch im Wagen. Weiter. Bleib unten. Wir müssen noch hier sein. Augen offen halten. Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Vorsicht, sie ist gerissen. Sie könnte jeden Moment auftauchen. Augen auf, Eindringlinge. Der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell. Ben, sollte man nicht. Bleib unten, komm nicht hoch. Nee, ich glaube Unreal Engine 5 würde, glaube ich, noch ein Tick geiler aussehen. Ist halt die Series X Version, ne? Ich sollte schon ein bisschen was können. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab. Zur Not rufen wir einen Priester. Nicht. Der hat gerade gesagt, sie haben die beiden restlos verschlungen. Glauben die wirklich, dass die Kinder die so aufgegessen haben? Okay. Ja. Ohne dich sind sie tot. Muss ich irgendwie an dem vorbei? Das sind bestimmt die. Nicht da, wo du guckst. Ja, praktisch, dass hier überall dieses Gestrüpp ist, ne? Ja, lauf du da mal lang. Brennt aber schnell. Karma. Karma is a bitch.
Okay. Das hat sie neu gelernt. Das ist definitiv neu. Das war gemein. Ja, da war er selbst schuld. Den habe ich rechts jetzt nicht gesehen. Ihr Lappen. Ach, schön, dass man sich jetzt im Vergleich zum ersten Teil besser verteidigen kann. Schau euch alle um. So eine Schleuder ist eine echt böse Waffe. Ja, man hätte auch schleichen können. Vielleicht nicht, okay. Mir ist jetzt ganz schön brutal geworden. Was da jetzt genau passiert ist, das haben wir jetzt noch nicht erfahren. A Plague Tale Requiem. Der erste Teil hieß A Plague Tale Innocence. Oh, hell. Ey, meine erste Trophäe. Oh ja, ein Kömmlinger. Es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Noch Diese nicht. Die Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Vaudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ambrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Hm. Ich erlaube es. Oh, schön zu sehen, dass er ein bisschen erwachsener geworden ist im Vergleich zum ersten Teil. Da war er nämlich ein kleiner Quengelgeist. Wow. Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Oh, dann erkundigen wir mal die Stadt. Was willst du denn sehen? Alles. Dann los. Hallo, Schweinchen. Gebratenes Fleisch. Kommt und probiert.
das riecht so. Lass mal eine Bratwurst essen. Hey, na komm, probier ein Stückchen. Nur zu. Oh, lecker. Schmeckt's? Ja, aber das ist kein Schweinchen, oder? Na los, schauen wir uns weiter um. Ja. Hm. Ganz. Das war gut. Jetzt habe ich Hunger. Gehen wir lieber, bevor du mehr willst. Hergehört, hergehört! Graf Victor von Arles heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen. Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Morgen findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Kommt alle zur Auktion. Graf Victor von Arles wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt. Wenn wir da noch da sind, gehen wir bestimmt dahin. Das sollte ich mir ansehen. Unsere Hast du gesehen? Was? Die Leute hier. Sie sind glücklich. Ah. Ja, stimmt. Sieh nur, da oben. Das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Wir haben ein eigenes Haus? Der Ausblick wird fantastisch. Bürsten und Kämme aus Florenz. Probiert sie aus. Mademoiselle, wie wär's mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Was gibt's hier? Ajol. Dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Er ist tot, aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Ja. Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. War Sieh ja mal, klar. Blumen. Würzkräuter, Salben, Erzzobel. Oh, Ringelblumen, Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen, hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Viel Spaß. Ja, komm. Sehen wir uns den Rest an. Klar. Mir irgendwie noch zu ruhig in dem Spiel hier. Ah, ist aber noch der Anfang. Wo wir schon genug Action hatten, ne? Was gibt's hier? Komm, spielt kostenlos. Der Graf von Arles lädt alle Gäste ein. Ein Spiel. Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin. Ist sie auch. Was spielen wir denn? Also gut. Wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar doch. Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia. Kinderspiel. Aha. Los! Mit denen da. Haha! Ja! Ah, das hier. Du bist toll! Das war knapp. Hier hin. Nicht aufgeben. Mein letzter Wurf geht. Oh ja, nimm mal hier rein. Gut getroffen. Hab ich gewonnen? Natürlich. Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser. Und das ganz ohne Schleuder. Wir müssen langsam los. Danke. Wiedersehen. Neue Erinnerung, die beste Spielerin. Oh, das ist hell. Okay. Es gibt also 21 Erinnerungen, die man finden kann. Okay. So, gehen wir mal zum Haus. Falls wir nicht gestört werden. Gibt's hier? Die sind wunderschön. Danke. Ich stelle sie selbst her. Kannst du spielen? Nein, ich hatte nie die Zeit, es zu lernen. Aber sie ist ziemlich gut. Ich könnte spielen. Eines Tages werde ich es lernen. Ein Feuerspeier. Wow.
Ja, wir müssen hier hoch. Gehen wir zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Hm, ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja, ich mag es hier. Ich auch. Oh, da spielt jemand Musik. Oh, ich kann nicht sehen. Der Frieden. So nur Scheinbruch, hey, hier. Ich trag dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Ja. Klasse. Okay. Ja, weiter. Die Musik ist komisch. Ja, klingt aber toll. Sie sind echt gut. So, junger Mann, sehen wir uns das Haus an. Oh, schon? Ja, Mutter wartet sicher schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen wieder. Und lauf mal zu zum Haus. Geht's hier lang? Die Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Zweifel ich. Hör zu, ich lass dich wieder runter. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja, ich will endlich das Haus sehen. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Natürlich. Der Tag war ganz schön lang. So, kommen wir jetzt mal zum Haus. Da wird auch Fahne. Das hier. Oh, großes Haus. Hey, ihr seid zurück. Und wie war's? Es gab einfach alles. Stimmt. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Schöne Aussicht. Sieh mal. Ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja, Zuhause. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich mag es hier. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Klar. Sehen wir uns drinnen um. Das ist unsere Tür. Hat da wohl mehrere Leute drin. Sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Wollen wir reingehen? Ja, nach dir. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Du musst mitkommen, Amicia. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Phönix. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin.
Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Hugo! Hugo, nicht! Sie werden! Ich habe es für ihn getan. Und ich will euch wieder töten. Ich will euch alle töten. Amicia! Amicia! Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die 2. Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen, und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Also was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, ist, dass die nicht nochmal irgendwie eine Zusammenfassung gemacht haben vom ersten Teil. Hätten sie ruhig machen können. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Oh. Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott, behüte ihn. Warum ist Vaudin noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Wen? Wir sind so viele Leute. Da, eine Stadtwache. Ich frage mal. Hallo? Verzeihung, wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Da brauchen wir schon. Vielen Dank. Gut, immerhin etwas. Ach, ich hätte es wissen müssen. Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Ja. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. Die war hier, oder? Nee, hier drüben. Hier. Hallo. Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Haben wir im Brunnen gesehen? Ich glaube nicht. Brunnen? Hoffentlich hilft er uns. Bestimmt. Wo gibt's hier einen Brunnen? Du? Verzeihung, Ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ach, da ist der Brunnen. Ich mach hier gerade sauber. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudin. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hör zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. Erreiche die Arena. Wieso haben die hier eine Arena? Das Arena-Viertel. Ganz schön viele Häuser. Wie sollen wir ihn bloß finden? Ein Kolosseum. Ärger in der Luft, das spüre ich. Ja, der ist ein Gassi. Ein Armenviertel. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich. Gut möglich. Amicia. Wahrscheinlich. Das Symbol an der Wand. Der Orden. Ja, dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Aber warum? Weil der Graf der Provence es so will. Weitergehen bitte. Ich muss da unbedingt durch. Schon gut, komm. Wir gehen um die Arena herum. Okay, müssen wir wohl noch mal einen Weg finden. Wir haben keine Zeit, uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal um. Stimmt, entschuldige. Da ist eine Tür. Ja. Esel. Also, bereit, das Gesetz zu brechen?
Ich frag dich, dass die Tür offen ist, gell? Ey. Ist das... Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo, wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudin. Wenn er nicht schon tot ist. Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Wir können froh sein, dass es hier nicht zu dunkel ist. Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Wir raten haben Angst vor Feuer. Und wäre es jetzt hier dunkel, hätten wir Probleme. Hat ihr Verschwinden bemerkt? Kümmert wohl niemanden. Mag sein. Hier, noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. In der Boudon. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Sieh mal, da oben, eine Öffnung. Ja, schweres Rätsel. Wie hochklettern. Der könnte helfen. Ich helfe dir. Wenn Vaudin hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas, falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das... Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Hoch da. Stimmen. Psch, was jetzt? Wo ist er? Sprich! Ich kenne ihn nicht. Wirklich. Du Stück. Nicht gut. Er trägt einen Helm. Ich kann nichts tun. Was machen wir? Schaut aus wirkungslos gegen ihn mit Helm. Seid es dreht und vermeidet direkte Konfrontation. Du bist allein. Und ich habe alle... Zeit der Welt. Sag's mir einfach. Bitte, lass mich gehen. Wir wissen, dass er hier irgendwo ist. Weiter geht's. Also weißt du es auch. Er nutzt wohl andere Wege. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht ein. Nein. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Amicia, er wird uns sehen. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Grafen, dass du hier kapiert bist. Mann, was für ein elender Tod. Brauche ich aber jetzt nicht. Ja, verzieh dich nur. Was macht hier solchen Lärm? Wir gehen mal hier lang. Irgendein Zeichen vom Arzt? Oh. Gehört. Ein Arzt. Nein, dieser Otto war ziemlich versteckt. Und der Boss kommt bald zurück. Scheiße. Sie suchen auch nach Otto. Sie denken, er wäre Arzt. Oh, na klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Die sind ja ärmer als wir. Nicht Dann hör auf zu plündern und such den verdammten Alchemisten. Irgendwer findet ihn schon. Bleibt der jetzt hier? Wäre schlecht. Nee, er bewegt sich. Deine Füße woanders hin. Du kannst dich fortbewegen, Kollege. Ah. Was war das gerade? Was war das für ein Geräusch? Vielleicht bin ich auch. Hier rein? Scheint richtig zu sein. Ja, das stinkt. Och, was zur Hölle. Ach du Heiliger. Schlecht, nein. Lecker. Bitte nicht. Da oben. Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell. Gut, dass wir keinen Geruchsfernseher haben. So ein
Ding auf Rädern, aber es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben damit Leichen transportiert. Wäre es Rätsel? Los, schieb! Ein Massaker! Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. Das glaube ich irgendwie nicht. Es weiter. Es weitet sich schon aus. Die sind schon länger tot, als ihr da seid. Sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Gehen wir schnell. Schon so viele Tote, als ob es uns ein Schritt voraus wäre. Ja, aber die wurden nicht gefressen. Sieh mal, ich glaube, die haben die Toten gezählt. Das ist eine Menge. Da ist ein Messer. Oh, steckt fest. Komm schon. Und jetzt haben wir eine neue Waffe. Ihr Popo ist. Naja, gehen wir weiter. Hier entlang. Bitte. Nicht mit dem Messer töten. Ich habe keine Wahl. Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Na gut. Ja, sie hat viel mehr dazugelernt als im ersten Teil. Im ersten Teil konnte man sich nur verstecken und weglaufen. Und ein bisschen mit der Schleuder ablenken. Es war harmloser als das hier. Schau mal, da drüben. Noch ein Symbol. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Naja, gehen wir. So, wir sind jetzt hier ein Lärmplatz. Dreimal dürft ihr raten, was gleich passiert. Hab ich jetzt gedacht. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Jemand Lust auf Bogenschütze, da oben. So sieht er mich. So eine Zeitverschwendung. Du hast eine Leiche abgeknallt, du Idiot. Von wegen. Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen habe. Genug herumgespielt. Augen offen halten. Sonst darfst du Arno erklären, warum wir mit leeren Händen dastehen. Mich näher jetzt am besten vorbei. Der Bogenschütze ist ein Problem. So. Oh, natürlich läuft er hierher. Wer war das? Niemand. Wir uns? Ah. Blöd. Nein. Du hast mich nicht gesehen. Er hat mich gesehen. Dann kämpfen wir halt. Ah, der hat einen Helm, gell? Es geht besser. Bogenschütze nervt. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey, Krähen! Jemand Lust auf gebratenen Vogel? Bogenschütze, da oben. Du hast eine Leiche abgeknallt, du Idiot! Von wegen! Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen hab. Genug herumgespielt. Augen offen halten. Sonst darfst du Arno erklären, warum wir mit leeren Händen dastehen. Wo ist denn der Typ hier? Wir suchen nach einem Alchemisten und finden stattdessen ein Massengrab. Aber alles gut. Warten wir einfach auf den Tod. Ist das Messer dann komplett kaputt? Hab ich das Messer noch? Ne, ich steck glaube ich in ihn. Ach, dieser Bogenschütze. Ah, schlecht. Also schlecht. Wir hauen mal ab. Ne, verstecken. Trotzdem ist mal interessiert, ob ich das Messer noch habe oder ob das weg ist.
Hier ist auch noch in der Nähe. Könnte nicht angreifen. Ja, das Messer ist weg. Wo kam er denn jetzt her? Also es ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer als der erste Teil, kann das sein? Ist der das Fenster gegangen? Ah. Gehen wir mal hier raus. Da ist die Tür, wo ich hin muss. Der hinter mir ist ein Problem. Ja, das war jetzt blöd. Da wette ich drauf. Warte mal, ich habe ja noch einen Topf. Das waren ganz sicher. Geht mal da rein. Er kommt her. Hier drüben! Ihn da! Sie haben uns! Ich muss nochmal abhauen. Kann da nicht runter, vielleicht. Wir müssen sie da oben mal weglocken. Schlecht. So geht's auch. Ja, geschafft. Stimmt. Aber ich habe genug von den Dieben, Mördern, Söldnern und dem ganzen Pack, das uns ständig in die Quere kommt. Das Chaos beherrscht unser Leben und sie gehören dazu. Aber du kommst immer besser mit ihnen zurecht. Du hast da hinten ziemlich gewütet. Deine Vorgehensweise genau beeinflusst die Entwicklung von Amesias Fertigkeiten. Ernsthaft? Oh. Aha. Das ist zum Beispiel auch komplett neu. Oh, riechst du das? Leichen. Was ist das hier? Ein Krankenhaus? Lecker. Ich glaube, sie haben hier gewohnt. Natürlich sind alle erkrankt. Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Ich sink ja weiter runter hier. So. Gibt's eigentlich hier irgendwas zur Erinnerung oder so? Anscheinend nicht. Aber noch hat uns das Spiel nicht so ganz verraten, in welche Richtung es gehen will. Oder was der Hauptplot ist. Ich meine, das Spiel geht auch ziemlich lange. Ich glaube, das geht 20 Stunden oder so. Burger? Irgendwie so? Auf jeden Fall länger als 10 Stunden. Alice, du bist es. Ich bin nicht Alice. Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Das werde ich. Ruhe nun. Gut gemacht. Überhaupt nicht gut. Komm. Ruhe in Frieden. Können wir es aufhören? Neue Erinnerung. Du meinst den Biss? Ja, aber wenn wir Hugo heilen. Die Frage ist, wird das die Ratten aufhalten? Das weiß ich noch nicht. Wir haben noch keine gesehen. Wenn sie hier sind? Sie verstecken sich vor der Sonne. Und
und warten. Das ist richtig, sobald es dunkel wird, wird's übel. Aber du hast doch schon Ratten gesehen. Hugo hat es doch schon eingesetzt. Bitte sag mir, dass es hier ist. Lebt der Typ überhaupt noch? Oh Gott! Eine ganze Stadt! Das Symbol! Er ist im Turm! Er muss dort sein! Ach ja! Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Versteht ihr das richtig? Das ist eine Stadt. In der einen Hälfte leben die Menschen in Saus und Braus. Und auf der anderen Seite ist hier alles tot, oder was? Was? Weg. Sei vorsichtig. Ist nicht stabil. Weg zurück. Kannst du aufstehen? Ich versuch's. Oh, das gefällt mir hier gar nicht. Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch. Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Jetzt kommen sie. Richtig. Solange ihr sie habt, werden sie euch nichts tun. Was wollen die von mir? Kommt zu uns rüber. Wir müssen wieder nach oben gehen. Die Sonne wird uns beschützen. Ganz ruhig, im Licht seid ihr sicher. Alles klar. Yep, solange wir an der Fackel halt, greifen sie nicht an. Woher kommen diese Biester? Da kommen mehr. Sehr viel mehr. Lauf weiter. Es sind so viele. Nicht stehen bleiben. Beachtet sie nicht. Lauf weiter. Ja. Oh. Mach's gut. Oh, was? Siehst du einen Ausweg? Nein, es ist zu dunkel. Komm, schnell. Mach zu. Hilf mir. Da waren viele. Halt, du. Nein, nein. Das war's. Nein, wir haben Licht. Noch sind wir sicher. Wir sind sicher. Alles gut. Bleib in der Nähe einer Lichtquelle, um dich vor den Ratten zu schützen. Du kannst mit einer Fackel interagieren, um sie zu nehmen. Wir müssen hier rauskommen. Egal wie. Bleib nah bei mir. Meinst du, wir kommen hier raus? Das müssen wir. Ganz vorsichtig. Alles schon cool gemacht hier. Ich wusste es. Hab doch gesagt, sie sind hier. Das sind ja Millionen. Aber wie können es schon so viele sein? Hugo, sie sind wegen ihm hier. Oh, eine Lichtquelle. Ja, das sollte reichen. Sieh nur, sie klettern. Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm, Vaudan zu Hugo bringen und hier verschwinden. Meine Sachen, ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja, bitte lass die Fackel nicht fallen. Lass sie nicht ausgehen. Wir können diese Wand hochklettern, aber ich brauche freie Hände. Ja. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Gibt doch schon eine neue. Drecksviecher. Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Ja, muss ich da rüber rennen. Wir wählen den direkten Weg. Ja, sehr direkt bitte. Der brennt nicht lange.
Lukas, wenn die Nacht anbricht. Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Ticken schneller könntest du laufen. Wir müssen weiter nach oben. Das Feuer hält. Vorerst. Oh, das war knapp. Gut, noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Ah ja, ich sehe schon, was ich machen muss. Sollte funktionieren. Es werde Licht. Aber... da oben ist trotzdem schlecht. Wie soll ich da rankommen? Ah. Kann ich das eigentlich werfen? Ja, kann ich. Ja, sehr gut. Okay. Gehen wir schnell. Gut zu wissen, dass man werfen kann. Die Höhe ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Dann atme schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Sieht schnübel aus. Ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert, wenn die uns erwischen. Da bleibt nicht viel übrig. Wirklich? Ein Balken? Es geht nur so. Gut, ganz ruhig. Na dann. Nichts überstürzen. Wer hätte es gedacht? Ich wusste es. Geht es dir gut? Nein, ich bin umzingelt. Die Leiter, kletter hoch, schnell. Ja, das musste natürlich mir passieren. Ja, müssen wir wohl jetzt zu ihm. Bleib ruhig, noch ist alles gut. Ja, doch. Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Dass ich auch nicht rennen kann so. Praktisch, dass die natürlich perfekt stehen. Oh. Gut, sollte reichen. Erledigt! Danke, ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. Soll ich dir einen Stock rüberwerfen? Ja. In Ordnung. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Dafür ist es zu spät. Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Hat er gerade einen brennenden Stock auf Holz geworfen? Junge, Junge, Junge. Der Irre. Er baut wir sowas. Dem Sonnenlicht näher. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Ich kann es kaum erwarten, Magister Boudons Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Ah. Oh nein. Schon wieder runter? Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Solange wie Tag ist, mag ja alles noch in Ordnung sein. Die Nacht ist gefährlich. Keine Ratten? Nein, aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. So sieht man dann aus, wenn sie einen erwischen. Vorsicht. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Das, aha, da oben muss ich drehen. Lukas, das. Was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Mammut. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Ja, das ist sehr groß. Einfach unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Kr-
klar. Oh. Wow. Oh nein, hörst du was? War klar. Nein, bitte nicht. Gut, wie viele das sind. Wir stecken fest, Lukas. Nein, nein. Da, die Plattform. Das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol, was wir so finden können. Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Ich würde es ja echt mal reizen, da reinzuspringen. Ja, Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Aber wie? Geh mal hier rüber. Danke, Lukas. Hier nun, ne? Das hat mir jetzt nicht wirklich viel gebracht. Ah. Hier kann ich anscheinend noch nichts machen. Gucken wir mal da draußen rum. Eigentlich könnte es hier locker rüberhüpfen. Auf der anderen Seite. Das ist Schwefel, oder? Ja, auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Geht's dir gut? Ja, selten so einen Spaß gehabt. Natürlich, oh. Er bleibt nicht oben. Kann ich helfen? Gute Idee. Na, wo willst du hin? Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Ja, wird die Treppe, die Lader runter. Aber ich sehe schon, was ich machen muss. Bereit. Wir verschwenden Zeit. Jetzt kannst du loslassen. Auf dein Zeichen. Lass es bleiben. Sofort. Los, schneller. Ich mache mir Sorgen um Hugo. Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Vaudor finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner. Hey, eins nach dem anderen. Ja. Gut. Und? Was gefunden? Du hattest recht. Es ist Schwefel. Ja, das ist eine gute Nachricht. Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Genau, jetzt ist die Frage, wie komme ich da rüber? Ah. Aber warte mal. Hätte ich auch selbst sehen müssen. Nee, machen wir von der anderen Seite. Ich gebe denen einfach was zu futtern. Deswegen wird der Schinken auch hier schon so in die Kamera gehalten. So, ihr habt da was zu futtern. Gut, aber das wird nicht genügen. Wie, das wird nicht genügen? Das werden sie mögen. Dann nimm das dann noch. Ekelhaft. Sieht sicher aus. Gut, dann ab zur Truhe. Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Hm. Und? Was ist drin? Alkoholflaschen. Das ist ja, richtig, dass er schnell weg ist. Gut. Sehr gut. Komm zurück.
Und das Spiel sagt mir, ich habe genug Zeit. Gut, wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv, misch sie. Ignifer, einfach großartig. Du kannst Ignifer herstellen. Halte RB gedrückt, um das Auswahlmenü zu öffnen. Aha. Okay. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Ich brauche einen besseren Winkel. Hallo, warum schleichst du so? Wow. Was zur Hölle? Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Oh, da drüben. Da sind unsere Kurbeln. Oben, unter dem Gewölbe. Ja, versuchen wir es. Komm ich denn da hin? Ah, okay, ich sehe schon. Boah, ganz schön viele antike Krüge. Ich stelle mir gerade vor, wie das Publikum Wein trinkt und die Gladiatoren kämpfen. Ja, manche Dinge ändern sich nie. Oh, ich glaube, ich sollte das erstmal runterschießen, ja? Ding. Oh, da sind immer noch Ratten. Dieser Tontopf, er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Was? Jeder Effekt kann mit einem Topf kombiniert werden. Halte RB gedrückt, um das Auswahlmenü zu öffnen. Und jetzt? Fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen, kommen wir durch. Jetzt! Okay. Ja, los! Interessant. Die Idee war großartig. Kinderspiel. Man braucht nur einen Topf. Schauen wir hier noch. Oh. Geht klar. Bewegen wir dieses Monster. Muss er wahrscheinlich wieder machen, oder? Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Okay. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen. Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. Hm. Nee, du sollst Förder nehmen. Käfige. Sie hatten hier noch mehr Tiere. Was macht man denn, wenn man alles aus Versehen verschossen hat? Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Ah. Brauche ich top. Oh. Ups. Das war ein Schritt zu viel. Hat nicht ganz so funktioniert. Oh. Bist du dran? Lukas, du bist dran. Geht klar. Ah, unmöglich. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Ah.
Hier muss ich einen anderen Weg finden, aber ich muss die Töpfe wohl benutzen. Na, wo willst du hin? Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudan. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Hallo? Werd aber gierig. Oh, ich sehe nicht, wo ich hin muss. Oh. Hab keinen Topf mehr. Hatte ich nur zwei Töpfe? Nicht mehr. Dein Einsatz, Lukas. Ja, sofort. Ach ja. Ah, unmöglich. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Alle guten Dinge sind drei. Tiere. Ich hab wirklich nur zwei Töpfe. Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudan. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Ah. Mach ich denn das am blödsten? Muss es ja mit den Töpfen machen. Mal hier einen hinwerfen. Und einen da hin. Und so funktioniert's. Auf zur Kurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Ja, unter mir ist aber noch eine Kiste. Naja, egal. Na. Was ist das für eine Aktion? Ich habe losgelassen. Los, noch. Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Willst du mich jetzt verarschen? Hallo? Könntest du mal den Hebel da drüben benutzen? Hallo? Wo ist er jetzt hin? Ich kann nicht, Amicia. Du sollst doch den da nehmen. Für dich, Lukas. Ich häng fest. KI. Deine Aufgabe, Lukas. Ich komm nicht hin. Du willst mich rollen? Muss ich jetzt wieder hier runterspringen? Das ist auch schlecht. Findest du da... Einsatz, Lukas. Da komme ich leider nicht hin. Lukas, du bist dran. Ich komme nicht dran. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Ich komme nicht hin. Will der mich verarschen? Ich war schon besorgt. Das ist ein Dulli. Schaffst du das, Lukas? Da komme ich leider nicht hin. Naja, ist nicht in die Ratten rein. Wieso kommst du da nicht hin? Ach so, weil die Ratten ja... Oh. Das ist ein Dulli. Ich hab keine Töpfe. Okay, die kommen anscheinend neu wieder, die Töpfe. Praktisch. Muss ich aber drüben auch wieder hoch. Bea, ich glaube ja. Ach ja, auch das fühlt sich auch wieder neu auf, oder wie? Ist ja witzig. So, jetzt bleibst du bitte hier. Deine Aufgabe, Lukas. Sofort. Und ich darf den Scheiß jetzt drüben nochmal machen. Bin ich voll.
Wie hat man das gemacht? Einmal hier hin. Jetzt einmal hier hin. Und haben da noch einen hingemacht. Genau. Und jetzt bitte. Geht doch. Endlich! Auf dein Signal! Los! Hast du das gehört? Könnte sein, dass die Bremse bricht. Wir müssen zum Aufzug. Schnell! Bin drauf. Stabil. Wie haben wir das geschafft? Mit viel Können und starkem Willen. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen, ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Das wird hier noch alles schlimm enden mit den Ratten. Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Ja, der Turm! Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Oh, ein Stückchen. Keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss? Ja. Verstehe trotzdem nicht, warum in der einen Hälfte der Stadt alles blüht und hier alles stirbt. Was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Pfeilkraut. Da oben ist eine Kiste. Küsten sind immer gut. Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Wie hielten diesen Ort für sicher? Aber wenn hier so eine Kiste mit Material ist, dann bedeutet das doch gleich, dass wir das brauchen. Oh, Messer. Einwegmesser. Ob wir irgendwann den Magister irgendwann mal erreichen? Wir kommen dem Turm immer näher. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Und bestimmt wieder Soldaten wetten? Wer hätte es gedacht? Sano kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arno. Das ist ein Befehl. Und deine Entscheidung. Oben ist auch irgendwo einer. Im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudan da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Sieht hier oben rechts im Rand. Ah, da ist er. Wieder ein Bogenschütze. Und cool. Aber den kann ich, glaube ich, holen. Wenn ich irgendwie hochkomme. Da ist ein Topf. Na los, na los. Psst. Ah, ich dachte, hier wäre eine Leiter oder so. Oh. Nimm's zurück. Den hole ich mir jetzt.
größer. Hier ist sogar noch eine Kiste. Irgendwo hier. Ob das Kontern oder das Ausschalten leise ist. Schlagen. Mal gucken. Ja, ist leise. Muss ich das Messer nicht benutzen. Keine Zeit zu verschwenden. Oh, wenn ich schon sehe, dass da drüben Hölzer sind, da weißt du doch, dass bald die Nacht einbricht. Oh. Warum nimmst du nicht den Pfeil und Bogen? Das werde ich nicht benutzen. Scheiße! Lauf! Lauf! Und das jetzt. Sie kommen! Oh! Sie haben Angst vor Licht! Findet Licht! Sie brechen aus! Sie sind uns gefolgt! Nein, wir haben keine Zeit! Eindringlinge! Hallo mit deinem Plan! Haben wir uns so gehört wie herrschaft! Halt! Ernsthaft, bei den ganzen Ratten wollen die mich noch angreifen. Oh, ich hab hier Feuer. Das war knapp. Wieso halt deine Fackel? Das ist gemein. Aua. Das ist frech, dass er eine Fackel hat und ich nicht. Oh. Ich hab hier gerade ein paar Probleme. Ja, jetzt ist der auf jeden Fall weg da. Muss ich irgendwie hier vorbeikommen. Oh, interessant. Da drüben. Okay, hat funktioniert. Hier können wir das Steckchen nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig laufe. Überall leuchtet es hier. Hier können wir dem was zu fressen hinlegen. Das ist die falsche Munition. Überhaupt richtig? Wo ist denn der Turm? Da. Du bist ruhig. Ja, noch falsch hier. Falsche Munition. Komm ich denn zu den Turm hoch? Ach, da! Oh, das ist schlecht.
Oh, ey. Was ist denn das? Das war jetzt gemein. Die können sogar die Treppen hochlaufen. Okay, dann müssen wir doch einen anderen Weg nehmen. Du bist ruhig. Macht denn er jetzt hier? Typ, der nervt mich. Wie viele habe ich denn noch? Keine. Deine Fackel hätte ich gern. Komm ich mit dem bis da rüber? Ich probier's mal. Ich glaube zwar nicht, dass ich so weit komme, weil ich so langsam laufe. Du willst jetzt keinen Stress machen, oder? Oh nein. Ey, das reicht nicht. Oder? Akra. Alter, dein Ernst? Kann ich nochmal angreifen. Gib mal deine Fackel. Kann den so nicht ausschalten. Ja, das war's. Gut, ich würde aber mal behaupten, das soll es gewesen sein mit dem Reingeschaut in Requiem. Ich werde jetzt eine kleine Pause machen. Und danach geht's zur Halloween-Einstimmung in Dead Space von 2008. Auch für mich nochmal Einstimmung für das Remake, was im Januar rauskommt. Und schaut gerne zu. Dann, bis dann. Jetzt gibt's erstmal eine Pause und wir sehen uns dann gleich wieder zu Dead Space von 2008 für die Xbox 360. In dem Sinne dann. Bis denn. Thank you.